Willkommen beim zweiten Video zum Arbeitsblatt Quadratische Funktionen. Wir besprechen hier das Fenster Scheitelpunkt. Wir werden lernen, dass der Scheitelpunkt einer quadratischen Funktion ihr Extrempunkt ist. Dafür vervollständigen wir eine Wertetabelle und zeichnen die Punkte dieser Wertetabelle in ein Koordinatensystem ein. Aber das werde ich im Video noch mal kurz wiederholen. Wir haben hier die Funktionsgleichung einer quadratischen Funktion gegeben. F von x ist gleich x hoch 2 minus 2 mal x minus 3 und sollen nun die fehlenden Einträge in der Wertetabelle ergänzen. Das heißt, wir setzen die x-Werte in die Funktion ein und erhalten dann die dazugehörigen y-Werte. Ich rechne das erste Beispiel für x gleich minus 2 hier unten vor. F von minus 2 ist gleich minus 2 in Klammer hoch 2, minus 2 mal minus 2, minus 3. Das ergibt 4 plus 4 minus 3 und das ist 5. Das kann ich gleich hier eintragen. Nun bitte ich dich, das Video zu stoppen und die fehlenden Einträge selbst zu berechnen. Dann blende ich nun die Werte ein. Und wir können weitergehen zur nächsten Aufgabe, nämlich dass wir den Funktionsgraphen hier rechts im Koordinatensystem skizzieren. Wir zeichnen also die Wertepaare ein. Hier ist die x-Koordinate, hier die y-Koordinate. Der Punkt minus 2, 5 befindet sich also hier. Minus 1, 0, 0, minus 3, 1, minus 4, 2, minus 3, 3, 0 und den letzten Punkt 4, 5 erhalten wir, indem wir 4 nach rechts gehen und 5 nach oben. Den Funktionsgraphen erhalten wir, indem wir nun eine Kurve durch diese Punkte legen. Und da erinnerst du dich wahrscheinlich an das letzte Video. Wir haben jetzt die typische Parabelform einer quadratischen Funktion. Und wir haben hier einen Extrempunkt. Das ist der kleinste Wert. Hier bei 1 minus 4. Und der Extrempunkt 1 minus 4 einer Parabel wird auch Scheitelpunkt genannt. Ich beschrifte ihn also mit S. Dann bist du jetzt bereit für die Zusatzaufgabe. Hier habe ich eine weitere Funktion vorbereitet. Eine quadratische Funktionsgleichung ist gegeben. F von x ist gleich x hoch 2 minus 4 mal x plus 2. Und du sollst nun wieder den Scheitelpunkt ermitteln. Also geh am besten genauso vor, wie wir es hier im Fenster gemacht haben. Der Scheitelpunkt wird wieder ganzzahlige Koordinaten haben. Dann blende ich noch die Lösung ein. Als Scheitelpunkt erhältst du 2 minus 2. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.